Aerojournalismus ist auch ganz ein junger Zweig vom Journalismus. Und für mich Aerojournalismus bedeutet, neue Perspektiven können einzunehmen. Und die neuen Perspektiven können einzunehmen, ist nicht nur auf Bildsprache und von Luftaufnahmen, sondern auch für uns neue Perspektiven oder eben heisst auch neue Chancen zu sehen von Zusammenarbeit, die wir miteinander haben. Es ist schön, haben wir die Zusammenarbeit jetzt hier einmal starten können. Wir erhoffen uns natürlich weitere so innovative Ideen und neue Erkenntnisse, Perspektiven uns können auf den Weg zu geben. Und ich denke, zu vertiefen, was wir im Alltagsjournalismus mit euren Bildern oder mit dem Aerojournalismus alles machen können, das wird sicher eine sehr spannende Diskussion, das mit euch anzuschauen. Danke vielmals. Hallo miteinander, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion über den Journalismus mit Drohnen. Drohnen haben ganz neue Möglichkeiten für den Journalismus eröffnet. Unter anderem haben sie den Luftraum erschlossen. Und das heisst, wir haben neue Darstellungsformen und Erzählungsformen sind neu möglich. Das bedeutet natürlich aber auch, dass eine Problematik vorhanden ist. Im Drohnenbereich mit Journalismus ist das der Privatschutz und Sicherheit. Das wird sicher das Thema sein von unserer Podiumsdiskussion. Und jetzt möchte ich noch auf das Wort von Martina Fehr zurückgreifen. Trotz der Problematik ist es so, dass neue Perspektiven neue Chancen ermöglichen. Und die werden natürlich auch ein Teil unserer Diskussion sein. Jetzt würde ich gerne den André Schmidt, den Reto Furter und den Simon Vogelführer bitten. Ja, nehmen wir einfach Platz. Ist egal wo. Als erstes werde ich das Wort an André Schmidt übergeben. Er ist heute unser Drohnenexperte, der unter anderem auch Schulungen gibt und Workshops. Und er wird, weil er unser Drohnenexperte ist, ein bisschen länger Zeit haben, um sich vorzustellen als die anderen zwei Experten. Besten Dank. Ich begrüße euch heute Abend. Und ich bin in der Vertretung, wie schon gesagt, von Toni Garadonna hier. Der Toni Garadonna hat die Studenten begleitet im Bereich Drohnen. Und ich bin angefragt worden, für hier eigentlich so ein bisschen das Expertenwissen einzubringen und zu zeigen, was wir eigentlich machen oder was eigentlich schon machbar ist im Bereich Drohnen. Nicht nur für Journalismus, aber hat natürlich extrem Einfluss auf den Journalismus. Wir haben vorher schon gehört, in der Höhe gibt es andere Probleme. Und die haben wir hier bei uns eigentlich auch schon getestet, um zu schauen, was hat eine Drohne für einen Einfluss, oder was hat die Höhe für einen Einfluss auf Drohnen in Form von Geschwindigkeit, in Form von Höhe, die wir können überwinden können. Wir haben schon gehört vom einen Studenten, es hat Probleme gegeben mit dem Propeller, wo dann eigentlich die Drohne gar nicht abheben konnte. So solche Sachen haben wir einfach auch schon getestet. Was ist der Vorteil von der Drohne? Wir haben es vorher schon gehört. Wir haben eine gewisse Flexibilität. Wir sind klein. Wir sind recht schnell eigentlich an einem Einsatzort, sage ich jetzt mal. Und wir haben eine rasche Inbetriebnahme. Der Vorteil von der Drohne ist natürlich auch, wir können näher ans Objekt unter Umständen. Nicht immer, aber meistens können wir näher an ein Objekt her, wenn wir etwas aufnehmen wollen. Man hat geringe Lärmemissionen, es ist relativ klein, es ist geringfügig störend. Man hört natürlich ein Surren, aber es ist viel kleiner oder lärmmässig sicher einfacher oder erträglicher, als wenn man mit einem Helikopter irgendwo über einem Gebäude fliegt und 3D-Mappings machen will, zum Beispiel von einem Gebäude. Das ist natürlich mit einer Drohne viel weniger harte Einschnitt. Ein wichtiger Punkt, den die Studenten auch angesprochen haben, ist die ganze Vorbereitung. Also wir haben angefangen bei uns, wir arbeiten mit Checklisten, wie im Flugbetrieb auch. Wir schauen Wetterverhältnisse, wir schauen, dass wir das Material haben, wir checken vor jedem Start, checken, haben wir wirklich die Punkte eigentlich, drinnen, die wir müssen haben für den Flug haben. Also wir bereiten wirklich die Flüge vorbereiten. Und das heisst aber auch, dass wir nicht einfach nur herkommen und
einfach die Drohne rausnehmen und starten. Also es gibt Vorbereitungszeit, die man muss machen muss. Man muss das Gelände analysieren, man muss schauen, haben wir Notlandepunkte, wo die Drohne dann runter kann, dass wir niemanden gefährden. Haben wir die rechtlichen Aspekte, die Distanz eingehalten, eben zu Flughäfen, zu Leuten. Es gibt Möglichkeiten, für Drohnen runterzuholen. Es ist nicht einfach. Capo Graubünden hat recht rudimentäre Lösung gefunden, wo man effektiv das machen kann. Also man hat, im militärischen Sektor hat es sehr viele Versuche gegeben, wie man eben die Drohnen übernehmen kann oder auch runterholen. Aber das ist ein anderes Thema. Danke vielmals. Als nächstes möchte ich euch den Reto Furter vorstellen. Er ist der Leiter der Redaktion bei den Südostschweiz Medien und das seit 5 Jahren. Und außerdem hat er auch noch einen Doktortitel als Historiker. Und wann er für einen Bezug zu den Drohnen hat und was für eine Einstellung tut er jetzt gerade selber noch schnell erzählen? Ja, guten Abend miteinander. Ja, ein Bezug zu den Drohnen, also wahrscheinlich etwa der Bezug, den sie alle haben zu den Drohnen. Man hat halt irgendwo mal ein Bild gesehen. Ich finde, das allererste, was man gesehen hat, ist dann vermutlich der Moment gewesen, wo man sich überlegt hat, ja, wie gibt es das überhaupt? Sind die mit dem Ballon aufgestiegen oder was auch immer? Mittlerweile hat man sich an die Bilder, ja, wo, nicht gerade sagen gewöhnt, aber es ist nicht mehr so außergewöhnlich, wie es mal war, wenn es so ein Bild hat. Was sich natürlich ein bisschen geändert hat, sind mittlerweile die Möglichkeiten, die man hat. Also man überlegt sich, wir konkret jetzt auf der Redaktion von Südostschweiz, wir haben eine Drohne, wir überlegen uns konkret in gewissen Situationen, sollen wir sie einsetzen, sollen wir sie nicht einsetzen, für was, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind die Möglichkeiten. Also insofern ist ein langsam wachsender Wichtigkeitsbereich und ein langsam wachsender Einfluss, wo die Geräte und die Möglichkeiten auf den Berufsalltag unter anderem von mir haben. Dann haben wir hier zu meiner Rechten noch Simon Vogel. Er ist auch einer der wunderbaren MMP-Studenten und Teilnehmer vom Projekt Aerojournalism. Er ist auch sonst sehr aktiv als Drohnenpilot unterwegs und macht Videos im Bereich von Sport, Reportagen, Imagefilm. Und eben heute ist er auch bei dieser Ausstellung dabei. Muss ich auch noch etwas sagen dazu? Ja, du musst auch. Ja, du hast ein bisschen vorgegriffen. Also, ich bin eigentlich recht pragmatisch an das Ganze herangekommen. Da ja Drohnen heute ja recht erschwinglich sind, ist es halt auch für uns Studenten eigentlich möglich, so eine Drohne zu kaufen und mal auszuprobieren. Man wird ja eigentlich auch im Laden nicht unbedingt auf alles aufmerksam gemacht und darum haben wir gewisse Erfahrungen halt einfach müssen machen. Aber in der ganzen Entwicklung jetzt von den letzten 2 Jahren haben wir auch entdeckt, was mit Drohnenfilmen alles möglich ist und das hat mich eigentlich schon immer fasziniert und habe das bei jedem Projekt jetzt immer mehr einsetzen können, das ich jetzt in der Schule gemacht habe. Und bin halt eben in diesem Bereich halt auch schon teilweise ein bisschen an die Grenzen gekommen. Danke vielmals, Simon. Dann fangen wir gerade mal mit der ersten Frage an und die wäre an dich, Goretto. Wo siehst du den grössten Vorteil bzw. höchsten Mehrwert im redaktionellen Bereich, wenn man eben genau Drohnen einsetzt im Journalismus? Der unmittelbarste Mehrwert ist natürlich der, dass man in einer konkreten Situation ist, wo man ein Bild braucht. Ein Bild, das irgendwie eine Übersicht zeigt und das ist sehr häufig relativ schwierig bei uns, obwohl es bei uns Berge hat, wo man gewisse Sachen noch kann von den Bergen oben runter fotografieren, aber es ist relativ schwierig manchmal. Und da bietet sich eine Drohne natürlich einfach sehr unmittelbar, sehr schnell an. Konkret haben wir Drohnen gebraucht, das ist jetzt ein ziemlich banales Beispiel, wo der neue Kreisel da über die Autobahn eröffnet worden ist. Also es ist darum gegangen, wir wollten zeigen, wie hat sich die Region da entwickelt. Wir haben alte Luftaufnahmen verwendet, von den 40er Jahren, von den 60er Jahren, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
und haben einfach ein aktuelles Bild wollen dazu herstellen von der Situation, wie das mit dem Kreisel jetzt aussieht, die ganze Symmetrie von oben runter. Da gibt es eigentlich zwei Varianten. Man wartet darauf, bis die Luftwaffen oder Swiss wieder mal neue Fotos liefern, Swiss-Topografie. Das geht vielleicht 10 Jahre, das geht vielleicht 15 Jahre, bis die Bilder greifbar sind. Oder man fliegt mit einer Drohne ein paar hundert Meter rauf, macht das Bild und bringt das am nächsten Tag im Blatt. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr unmittelbarer Vorteil, ein sehr unmittelbarer Nutzen, wo wir aus einer Drohne ziehen können. Also dann würdest du sagen, Storytelling kann verbessert werden durch Drohnenbilder? Geschichte muss man schon haben. Man muss schon wissen, was man will erzählen. Man muss das Bild auch vor Augen haben. Und wenn man es dann technisch herstellen kann mit so einer Drohne, ist das umso schöner. Bis vor kurzem hat man das einfach schlichtweg nicht können in einer nützlichen Frist, mit nützlichem Aufwand natürlich. Also wir mieten relativ selten einen Helikopter für Luftaufnahmen natürlich, aus finanziellen Gründen. Aber eine Geschichte so quasi von der anderen Seite her aufzuziehen, scheint mir noch schwierig. Also der Ansatz, wir haben jetzt journalistisch gesehen keine Geschichte zu erzählen, aber wir haben ein schönes Bild. Also machen wir es so. Das ist relativ schwierig. Also eine Geschichte braucht es trotzdem noch. Ein Storytelling. Simon Vogel, du als erfahrener Drohnenpilot, wirst du da bestätigen oder was meinst du dazu? Also, wow. Also wir haben das ja schon diskutiert und also ich bin gleicher Meinung, dass man nicht eine Geschichte einmal erzählt, nur weil man jetzt noch jemand drüber fliegt. Aber ich denke, es gibt sicher Möglichkeiten, der Geschichte auch eine Tiefe geben. Und jetzt vielleicht gerade in der ganzen Berichterstattung kommt mir häufig so ein bisschen der Kriegsjournalismus ein bisschen in den Sinn, wo jetzt vielleicht Drohnen noch könnten einiges an Möglichkeiten bieten. Und es ist, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht auch gesehen, es ist einmal ein Video kursiert von Aleppo, glaube ich, wo komplett zerbombt ist, eine Stadt, wo eigentlich erst der Drohnenschot mal das Ausmaß von der Zerstörung von einer Stadt zeigt. Je nachdem würde ich mich jetzt mit einem Heli wahrscheinlich nicht getrauen, eine Stadt zu filmen von oben, weisst du nie, wirst du noch angeschossen, was auch immer, Kugelhagel und so weiter. Und ich denke, so kann man ein objektives Bild zeigen von einer Situation. Ich glaube, das sind dann schon mal Grenzen, die jetzt mit einer Drohne könntest sprengen. Ich weiss jetzt nicht, wenn es Möglichkeiten gibt, die gerade runterzuholen, dann ist vielleicht die Möglichkeit auch schon schnell vorbei. Aber grundsätzlich, wir kennen es alle, man kann ein Foto aus verschiedenen Perspektiven machen und es sieht dann schnell mal dramatisch aus. Und ich glaube, mit einem Drohnenshot von oben eine Zerstörung suggerieren wollen, die doch nicht ist, nur zum Dramatik hineinbringen, ist glaube ich nicht mehr möglich. Und das sind so meine Gedanken dazu, dass vor allem jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel Drohnenjournalismus relativ viel nochmal gewinnen kann. Bleiben wir gerade beim Thema Kriegsgebiet. André, was denkst du, inwiefern ist das technisch überhaupt möglich, um in so einem Kriegsgebiet mit einer Drohne zu fliegen? Also technisch ist es kein Problem. Technisch ist es gut möglich. Vom Abschiessen her, es ist nicht ganz einfach, eine Drohne mit einem Gewehr oder so abzuschiessen. Also das haben Versuche gezeigt, mit verschiedenen Munitionen und so. Also es ist nicht einfach, einfach so einen kleinen Multikopter oben runterzuholen. Wenn man den Akku trifft, dann ist es relativ einfach. Aber sonst ist es schwierig, so eine Drohne runterzuholen. Und es gibt sicher Einsatzgebiet, wenn wir jetzt so mehr in die Schweiz kommen, Kriegsgebiet, schaue jetzt die Schweiz noch nicht an, da haben wir natürlich andere Möglichkeiten. Wir haben Ereignisse, wir haben Überschwemmungen. Man kann Bilder machen von diesem Ereignis, ohne dass man einen riesen Aufwand mit Helikopter und so muss veranstalten. Also das ist heute möglich. Es ist so ungefähr, dass ihr wisst, was so gesetzt sind. Man darf keine Menschenmengen filmen, man darf auch nicht näher als 5 Kilometer an den Flugplatz hin. Und es ist auch verboten, zum per Zufall irgendjemand auf der Aufnahme zu haben, sei es jetzt in einem Haus rein oder wenn er vorbeiläuft. Das ist alles nicht erlaubt. Eigentlich sind die Schweizer Gesetze relativ locker, aber trotzdem würde es mich jetzt wundern, inwiefern dass man sich da muss einschränken bei einem Flug. Simon? Für mich ist da, also immer der erste Moment, denke ich, ist die Sicherheit gewährleistet. Also ich habe auch schon eine Anfrage bekommen, könntest du
eine Menschenmenge Filme, also quasi die Belegschaft von einer Firma formt ein Logo und ich würde ihnen rausfliegen. Und so, ja, mega innovative Idee und dann irgendwann ab 100 Meter erkennt man dann das Firmenlogo und so. Habe ich nicht gemacht, weil mir das Risiko zu gross war. Erstens habe ich gewusst, dass es verboten ist und zweitens, auch wenn es finanziell verlockend gewesen wäre, das sind einfach so Sachen, wo ich gefunden habe, ja, da musst du mega aufpassen, was machst und bei diesen Grenzen halt dann wirklich vernünftig handeln. Und wenn es dann um Bildrecht geht und so weiter, das ist die Grauzone, glaube ich, recht breit. Also, das ist immer Ansichtssache. Einer fühlt sich vielleicht schon bei 50 Meter gestört und hat das Gefühl, man erkennt den voll. Andere finden, das gehört zum Panorama und so weiter. Es gibt dann, wahrscheinlich ist es ein bisschen Auslegungssache. Ich weiss nicht, wie du das handelst. Also wir haben einen konkreten Fall gehabt. Wir haben für den Kanton Bern und Freiburg haben wir Filmaufnahmen gemacht von einem Gewässer, von einem Fliessgewässer, von einem Fluss. Und haben dort im Sommer, eigentlich mit dem Kanton, also der Auftraggeber ist dabei gewesen, sind wir den Fluss nah entlang gelaufen und haben den ganzen Flussverlauf gefilmt, weil sie haben zeigen, den Leuten, wie sieht es eben so Natur, also ein bisschen naturbelassen aus, und wie sieht es dann auch, wenn er kanalisiert aus ist. Und dort haben wir natürlich dann eigentlich Leute getroffen, die am Betteln waren dort. Dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt, oder? Wir haben auftragen müssen, eigentlich dort einen Service abgeben, einen Film abgeben. Und wir sind mit diesen Leuten reden und haben geschaut, können wir uns dort finden, dass sie entweder vom Bild gehen oder ihnen eine Bestätigung ausreißen, dass sie eigentlich einverstanden sind mit dem. Und wir haben dort eigentlich auch gemacht, dass wir einfach relativ hoch über das Gebiet sind geflogen, weil es mehrere Leute hatten, dass wir einfach haben sichergestellt, dass man sicher Gesichter nicht erkennt. Und so kann man eher so ein bisschen, das umgehen. Aber es ist wichtig, es ist auch richtig gesagt, es ist recht heikel. Also wenn dann jemand das sieht und wenn man nichts gemacht hat vorher, angefragt hat vorher, ist man dort in Erklärungsnot. Also das kann dann rechtliche Konsequenzen haben. Und es ist wichtig, dass man das eben einhaltet und schaut, weil sonst wird eben das Gesetz verschärft und das wollen wir eigentlich nicht. Kann man Drohnen überhaupt bei Themen, die tagesaktuell sind, nutzen? Oder ist das eher nur für Reportagen und Dokumentationen gedacht? Man kann Drohnen selbstverständlich tagesaktuell einsetzen. Aber eben unter diesen Einschränkungen. Also was man nicht machen kann, sind Leute zeigen oder nur unter bestimmten Einschränkungen Leute zeigen. Es ist schwierig, Mengen zu zeigen. Das macht es zum Beispiel auch schwierig, zum Unfallsituationen zu zeigen. Also eine Unfallsituation können zu zeigen, sodass man auf dem Bild auch wirklich etwas sieht, erfordert, dass man so nach hergeht, dass es wieder verboten ist, weil man ja Personen wieder erkennt auf diesen Aufnahmen. Weil das eben nicht Aufnahmen sind, die dann verpixelt sind, wie das die Polizei sonst üblicherweise liefert, oder man verpixelt sie natürlich selber. Aber es schränkt den Nutzen natürlich sehr stark ein, die rechtliche Komponente. Aber das heisst jetzt nicht, dass man die rechtliche Komponente lockerer gestalten sollte, das will ich damit nicht sagen, aber das ist einfach so ein Punkt. Nicht? Ich meine, es wäre doch realistisch, oder wäre es eben nicht realistisch, dass man halt für Journalisten die Rechte ein bisschen erweitert für die Berichterstattung. Das ist ja auch, könnte man ja so argumentieren, dass es im Interesse von der Bevölkerung ist, genau wegen der Informationsfreiheit. Das könnte man vielleicht schon so argumentieren. Ja. Ob es das denn wirklich im Interesse der Bevölkerung ist, weiß ich nicht. Also, es gibt Persönlichkeitsrechte und die gelten in diesem Land selbstverständlich. Und auf die gilt es Rücksicht zu nehmen. Das gilt für jegliche Privatpersonen, wo die Rechte verletzen wollen, selbstverständlich genauso wie für Journalisten. Also wir haben da kein spezielles Recht. Wir können uns da nicht rausnehmen, was andere Privatpersonen nicht könnten. Zum Glück auch, muss man sagen. Weil, ich meine, so Spezialrechte, die würden selbstverständlich auch missbraucht werden. Also wir haben vorher die Vision oder die technische Möglichkeit gehört, dass es Drohnen gibt oder in näherer Zukunft wird geben, die einem völlig autonom folgen. Das mag ja reizvoll sein, solange sie uns selber folgen, aber wenn sie dann so programmiert werden, dass sie irgendwelche anderen Leute folgen, ohne dass die es merken, naja, da haben wir dann langfristig wahrscheinlich schon ein ziemliches Problem. Nicht im Journalismus, sondern im ganz anderen Bereich.
Du hast das Wort autonom benutzt. André, möchtest du uns noch schnell erklären, was das genau bedeutet? Man kann einen PC, eine Route festlegen, Startpunkt festlegen, Zielpunkt festlegen und zwischen ihnen eigentlich sagen, Punkte festlegen, wo sie abfliegt, in einer gewissen Reihenfolge, wo man die Höhe definiert. Man kann definieren, was macht sie dann, an diesem Punkt, wenn sie diesen Punkt erreicht hat. Also, tut sie zum Beispiel kreisen, also bleibt sie auf dieser Höhe, kreisen sie und dann geht sie einen Punkt weiter. Das kann man alles eigentlich softwaremässig vorprogrammieren. Und man kann dann eigentlich sagen, okay, gut, was starten wir die Mission und dann drücke ich beim PC auf den Knopf und dann fliegt die Drohne weg und kommt dann wieder. Ich glaube, der eine Student hat es gesagt, oder? Manuell da zickzack zu fliegen, für dass man ein 3D-Modell machen kann, ist recht aufwendig und mühsam und erfordert sehr viel Geschicklichkeit beim Fliegen. Und der andere Weg, du nimmst die Drohne einfach den Auftrag, fliegt mir die Punkte ab und dann habe ich die Bilder und kann die brauchen. Also mit diesem Automatismus können wir natürlich auch Drohnen, es kann natürlich auch hier eben, Punkte geben, es kann natürlich einfach für andere Zwecke genutzt werden. Apropos andere Zwecke, also ihr seht, mit diesen Drohnen ist extrem viel möglich, auch wenn man nicht so viel machen muss. Simon Vogel und seine Gruppe haben relativ hohe Distanz vom Boden zu der Drohne gehabt. Und ja, dort hilft uns autonom eigentlich auch nicht mehr viel. Ich übergebe gerne das Wort an Simon. Erzähl mal, was war das Problem mit der Drohne, mit der Höhe? Wir sind mit dieser Drohne geflogen. Der Akkustand war etwa bei 85% und die Drohne ist auch gestartet in dem Moment. Alles eigentlich Paletti bis zu einem gewissen Punkt und dort ist gar nichts mehr gegangen. Also man hat sie wieder manuell übernehmen, man hat nicht können, Safe Home oder was auch immer. All die Möglichkeiten haben nicht mehr funktioniert. Also die Fernbedienung war quasi gehabt gewesen. Und in dem Moment hat sie eigentlich immer noch einen Sicherheitsfaktor, den die Drohne übernehmen und einfach an den ursprünglichen Punkt anfliegen. Wenn ja jetzt zum Beispiel der Funkkontakt abbricht, nicht einmal das ist passiert, sondern die Drohne ist eigentlich relativ schnell oben runtergekommen. Sie ist nicht unbedingt abgestürzt, sondern einfach sehr, sehr schnell gesunken. So. Und in den Schnee gefallen. Und wir haben das nachher eben können auswerten. Dann ist eben das grosse Forum eigentlich dann zum Zug gekommen. Da hat es dann Cracks darunter, die das Ganze analysiert haben. Und dann war eben die Vermutung gewesen, dass aufgrund von der Höhe die Akkuleistung schon nicht mehr gelangt hat, um dann nachher die Motoren weiter antreiben, dass sie noch stabil ist in der Luft, sondern dann ist sie halt runter. Wir haben Glück gehabt, dass es über Boden passiert ist, wo niemand drunter war, weil 100 Meter nebenan hatte es Skifahrer gehabt und so weiter. Und in dem Moment hätten wir jetzt nicht mehr reagieren können. Und dann, ja, wären wir dann auch in eine Erklärungsnot gekommen. Das ist ein gutes Beispiel, oder? Es zeigt einfach auf, es sind Gefahren da. Man hat technische Möglichkeiten, es hat Schutzmechanismen eingebaut, aber es kann immer etwas passieren, auch hier. Wir haben nicht eine hundertprozentige Sicherheit, wegen dem ist auch das Gesetz gekommen, wegen der Menschenüberflüge. Das ist genau aus diesem Grund aus, oder? Weil man hat einfach das Risiko höher eingeschätzt als den Nutzen. Und wegen dem ist das Gesetz eigentlich auch so in Kraft gekommen. Das ist genau ein Punkt. Danke vielmals für die ausführlichen Erklärungen. Und ja, nach so vielen interessanten Infos habt ihr sicher auch ein paar interessante Fragen auf Lager. Und ja, jetzt wäre der Moment, wo ihr die dürft stellen. Gebe ich doch gerne zuerst dem Rudi Müller. Danke, wir haben jetzt viel gehört über, was man darf und nicht darf beim Zeigen. Das ist aber ja nur ein Teil des Journalismus. Als Journalist interessiert mich ja vielleicht auch zuerst einmal, etwas herauszufinden, also investigieren. Wie ist denn die Situation? Also ich stelle mir jetzt vor, ich würde so ein gutes Mikrofon an die Drohnen machen und ein Auge, wo ich gar nicht die Absicht habe, Bilder zu machen, die ich nachher publiziere, sondern wo ich irgendwo um eine Villa herum hinter einem Ecke führen lassen und schauen, was jetzt die dunkle Runde am Swimmingpool hier bespricht. Ist das auch ein Szenario oder ist das wilde Fantasie von mir, wo ich jetzt viel Science Fiction schaue? Ja, was soll man sagen? Für Graubünden ist es vielleicht ein Science Fiction, vorläufig zumindest noch. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man so Sachen macht. Also
nicht unbedingt jetzt gerade in Graubünden und nicht unbedingt jetzt gerade schon, aber also natürlich, warum soll man das nicht machen? Technisch ist es möglich, selbstverständlich. Technisch ist sehr vieles möglich. In der Regel ist es ja so, dass das, was technisch möglich ist, irgendwann auch genutzt wird. Was ist denn, dass technisch so einfach, so gut möglich ist, dass der, der da gerade belauscht wird, dass der das nicht mehr merkt? Jetzt merkt er es noch, weil vielleicht die Drohnen irgendwo surrt um seine Ohren herum. Was ist, wenn er das nicht mehr merkt? Oder? Also da kommen wir da schon in einen Bereich rein, wo man das nicht grundsätzlich kann ausschliessen kann, selbstverständlich. Ob sich die Methoden als neue Methode wird durchsetzen, wird sich zeigen. Ausschliessen kann man das sicher nicht. Wenn jetzt jemand bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen, über das Churerfest reinfliegen, ist ja grundsätzlich der Drohnenpilot ist eigentlich verantwortlich in dem Moment. Nachher wird es eigentlich schwierig, also das Bild, wenn man jetzt nur das Bild betrachtet, ist ja vielleicht alles legal, aber es ist vielleicht nicht legal entstanden. Und ich weiss nicht, ob dort quasi ein Zusammenhang besteht. Also ich könnte jetzt faktisch von Drohnen-Paparazzi Bilder kaufen und verwenden. Also es ist nicht so, dass wir einfach können sagen, ja sorry, der Fotograf hat das ja gemacht, das geht uns überhaupt nicht an. Wir wissen zwar, dass es völlig illegal ist, wir zahlen darum ein 100er Nötli mehr und wir sind fein raus. So einfach ist es eben leider auch nicht. Wäre natürlich reizvoll, oder? Der Chefredakteur ist doch verantwortlich, oder? Wenn es publiziert wird? In erster Linie ist dann irgendwann einmal der Chefredakteur, in zweiter Linie ist dann irgendwann einmal das Medienhaus natürlich, in dritter Linie sind es dann die Aktionäre, das Verwaltungsratspräsidium, also es zücht dann relativ schnell relativ grosse Kreise, ob das jetzt wegen einem einzelnen Drohnenfoto gerade so grosse Kreise würde züchten, ist jetzt nicht unbedingt gerade anzunehmen, aber wenn man das dann wirklich würde gewinnbringend einsetzen wollen, das muss man sich schon sehr gut überlegen. Also es ist nicht so, dass wir einfach illegal Sachen kaufen können, im Wissen, dass es illegal ist und so quasi mit dem Kaufpreis dann die Illegalität abstreifen und sagen, wir haben von nichts gewusst, tut uns leid, wir haben im guten Glauben gehandelt. Das geht nicht. Gut, dann hätten wir noch Zeit für eine letzte Frage. Ich sehe da hinten. Du? Bei der ganzen Diskussion von den legalen, illegalen Bildern, an und für sich kann ja auch die Nachbarn aufnehmen bzw. das Medienhaus von einer Unfallstelle ein Video haben. Dann muss es einfach die Leute zensieren, die im Bild sind. Dann ist man auch wieder fein raus, oder? Mhm. Weil von dem her ist es ja nicht grundsätzlich verboten, es mit einer Nachaufnahme von Menschen zu machen. Man darf es einfach nicht publizieren. Es ist vermutlich nicht grundsätzlich verboten. Das Problem ist natürlich nur, für das wir nachher irgendetwas machen können mit so Bildern, haben wir natürlich ein grosses Interesse, dass man nachher Details erkennt auf diesen Bildern. Und dort sind wir natürlich dann wieder eingeschränkt. Also wenn wir dann den rechtlichen Kriterien so weit genügend tun müssen, dass wir uns wegen gar nichts mehr einklagen können, dann sieht man auf den Bildern am Schluss vermutlich auch nicht mehr wirklich wahnsinnig viel. Das ist halt so der Grad, wo man sich darauf bewegt. Also ich denke, das ist ein Spagat, wo man muss machen muss oder wo sicher bei euch zu Diskussionen wird führen. Man kann sicher Bilder machen von Leuten, Aufnahmen von Unfallstellen oder so. Aber wenn man dann alles muss unkenntlich machen muss, dann sieht man dann eigentlich den Effekt gar nicht mehr von diesen Unfallstellen. Oder? Wenn ich schaue, wie heute Bilder entstehen von Unfallstellen, oder? Wenn Journalisten von Brücke Obachen Fotos machen, dann muss sich der auch überlegen, darf ich jetzt ein Foto so publizieren, wie ich es gemacht habe? Das Gleiche ist, wenn man es auch aus der Luft macht. Klar, es gibt Wege, es gibt Unkenntlichkeit zu machen von dieser Unerkennbarkeit von diesen Leuten. Das muss gewährleistet sein. Es ist die Frage, was das Bild näher aussagt. Ja, ich denke, es gibt noch einige mehr spannende Fragen, aber unsere Zeit ist leider um. Ich möchte euch drei ganz herzlich danken für die Informationen und euch fürs Zuhören. Und jetzt werde ich das Wort gerade an unseren Rektor, Jörg Kessler, übergeben. Ich möchte natürlich von meiner Seite aus ganz herzlich begrüßen, liebe Studierende vom MMP-Studiengang. Wie hat jetzt Frau Müller gesagt? Von der besten MMP-Studiengang, oder? Wunderbaren MMP-Studien. Ist auch gut. Perfekt. Ich möchte aber auch ganz herzlich begrüßen die Leitung von der Südostschweiz Medien und auch ganz herzlich danken für die Anwesenheit der geschätzten Podiumsteilnehmenden.
sowie auch liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Was ich heute gesehen habe, hat mich echt verblüfft und hat mich wahnsinnig gefreut. Sie hat mir einmal mehr gezeigt, wie sie umgehen und innovativ handeln tun. Und zwar jetzt mit dem sehr neuen Thema Aerojournalism. Und wenn ich so noch mal ganz kurz reflektieren lasse, Reveal, wir sehen es da hinten immer noch am Laufen, ist ein offensichtlich sehr gut geplantes Werk und wird wahnsinnig stimmig durch die Bilder. Also ich meinte gerade, in der Ferien könnte ich da gerade abkaufen und hätte ja nur Freude an dem. Oder mindestens Lenzerheide Tourismus. Es gibt auch ganz neue Sichten. Das sieht man, wenn man von oben abschaut, kriegt man plötzlich einen anderen Eindruck. Und das ist ja bei allen Sachen so. Man soll sich Mühe geben. Und es gibt immer mindestens zwei Sichten von etwas. Und auch verschiedene Interpretationen. Rahmenbedingungen sind offensichtlich sehr schwierig gewesen. Man hat sich dann gleich angepasst mit dem Konzept. Auch das gehört zu innovativen Vorgehensweisen. Anpassen, wenn man nicht genau das verfolgen kann, was man will. Wichtig ist, sich vom Grundziel nicht abbringen lassen. Wichtig ist, man muss ein Ziel haben, Meilenstein und die erste Phase im Detail geplant haben. Weil nachher wird man eh von so vielem überrascht, wo man wieder anpassen muss. Man kann nicht schon von der letzten Phase alles Detail planen. Es muss so sein, dass einem Technik auch Antrieb zu etwas, aber sie darf nicht alleinig dominierender sein. Die kreative Idee steht letztendlich gleich im Vordergrund. Ich möchte noch eins sagen zu dem Thema innovativ. Ich habe höchste Wertschätzung für das, was ich heute Abend gesehen habe von euch und ich bin auch stolz. Ich möchte zu den zwei anderen Begriffen noch kommen. Unternehmerisch, da bleibe ich etwas weniger lang hängen. Und zwar, weil ich nicht zu sechs wunderbaren Werken reden kann, wie vorher. Durch die enge Zusammenarbeit mit SoMedia, mit auch anderen Partnern, ist es so, dass man darf das Unternehmerische mitnehmen in solchen Studierendenarbeit und nehmen das mit. Denn das Unternehmerische ist auch wichtig. Verantwortungsvoll, wir haben das am Schluss jetzt auch in der Diskussion immer wieder gehört, vor allem auch der Reto Furter, du hast das wunderbar auch ins Zentrum gestellt. Als Medienmacherinnen und Medienmacher tragen sie auch immer wieder ganz grosse Verantwortung, und zwar in drei Ebenen. Einerseits die erwartete Qualität zu bringen, die die Mediennutzerinnen und Nutzer erwarten, aber auf der anderen Seite auch Verantwortung gegenüber den Betroffenen von einem Beitrag, Betroffenen von einer Geschichte zu erzählen, den Medienmacherinnen und Medienmacher können Menschen glücklich machen oder in Tiefen stürzen. Und wenn man sich dem bewusst ist, ist es auch wichtig und richtig, dass man sich die Gedanken eben macht. Du hast vorher auch gesagt, Carretta, es ist wichtig, dass man nicht einfach nur alles Machbare quasi dann auch macht, sondern wirklich überlegt, passt das zu uns ins Medium, wenn wir überhaupt so etwas umsetzen oder nicht. Dann aber auch Privatsphäre, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo in Zusammenhang gerade mit solchen Möglichkeiten immer wieder zu prüfen sind. Dritter Punkt, Sicherheit. Wenn ich Drohnen sehe, ich habe heute mehr als einmal an den 22. Dezember gedacht, Madonna di Campiglio, vielleicht haben die einen oder anderen das gesehen, Marcel Hirscher im FIS-Weltcup-Slalom und ich weiß nicht, 4-5 Meter hinter ihm, während seiner Fahrt stürzt die Drohne ab. Also ich denke, das sind auch wichtige Punkte, die gekommen sind, dass sich dem auch bewusst sein. Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich bei den Organisatorinnen und Organisatoren, aber auch bei der Unterstützung von SoMedia. Möchte ich auch der Moderatorin, der Frau Müller, ganz herzlich danken sagen und den Podiumsteilnehmenden. Und natürlich Ihnen, liebe Studierende, für die ganz schöne Freude, die ihr, glaube ich, allen von der Leitung von der HTW gemacht habt. Denn euer Engagement, die Leistung, die wir sehen dürfen, das macht richtig gehend Spass. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.